Es ist für mich kein Grund, mich anders anzuziehen. Und es ist was, wo ich durch muss, leider, weil ich kann es nicht ändern. Aber es wird mich nicht beeinflussen in meinem Kleidungsstil oder mich auszudrücken. So. Ganz egal, was sie anhat. Sexuelle Belästigung gehört für Lilly zum Alltag. Täglich wird sie angegafft, hört anzügliche Sprüche oder wird ungewollt berührt. Deshalb fühlt sie sich in Bus und Bahn nicht mehr wohl. Sie stellt sich meistens in eine Ecke, um zumindest von zwei Seiten geschützt zu sein. Blickkontakt vermeidet sie, schaut vorsichtshalber lieber auf ihr Handy. Es passiert, dass wenn die U-Bahn voll ist, dass jemand aus Versehen an mir vorbeiläuft, mich berührt aus Versehen. Es passiert mir, dass jemand mir von der Seite, dass er mich blöd anpfeift, dass er mir hinterherläuft, zu meiner Station mitfährt. Laut einer Studie des Bundesfamilienministeriums sind 44% der Frauen und 32% der Männer in Deutschland bereits Opfer sexistischer Übergriffe geworden. Besonders betroffen sind Frauen zwischen 16 und 24 Jahren. Mehr als jede Dritte erlebt mehrmals pro Monat sexuelle Belästigungen. Es war mehr die Situation, dass wenn die U-Bahn sehr voll war und man sehr dicht aneinander stand, dass dann tatsächlich Leute an mir vorbeigelaufen sind und ich habe auch schon mal gemerkt, wie mir jemand versucht hat, zwischen den Schritt zu fassen. Was halt in der Situation, was du in dem Moment überhaupt nicht checkst erstmal, weil du hast 1000 Menschen um dich rum, es ist bullenheiß in der U-Bahn, du checkst es überhaupt nicht. Ich berühre ja auch Leute, wenn man dicht aneinander steht, aber die Person ist halt direkt durch meinen Schritt gegangen. So. Wenn Lilly sich unsicher fühlte, haben Freunde ihr schon öfter geholfen. Haben sie abgeholt oder sind noch mit ihr in der Bahn sitzen geblieben. Vor allem mit Max und Ben spricht sie offen über ihre Erfahrungen in der Bahn. Danke, du auch. Es ist manchmal auch schwer für mich, überhaupt das nachvollziehen zu können, wie das für eine Frau sein muss. Weil ich bin keine Frau, ich habe es nie erlebt. Nur in den letzten Jahren, viel durch Gespräche mit Freundinnen, habe ich mehr und mehr darüber erfahren, wie es eigentlich tatsächlich ist. Zum Beispiel nachts alleine in der Bahn nach Hause zu fahren. Wenn man sexuelle Belästigungen in der Bahn mitbekommt, sollte man einschreiten, findet Ben. Sich daneben setzen und sagen, hey, alles gut bei dir, kann ich mich vielleicht neben dich setzen, ist alles, brauchst du irgendwie Hilfe, oder sich einfach anzubieten, ist, glaube ich, das ganz Wichtigste. Und das am deeskalierendsten natürlich. Am wenigsten schlau wäre das jetzt, den anderen Menschen anzugreifen. Ich glaube, das Wichtigste ist, sich mit dem Opfer, potenziellen Opfer, zu solidarisieren. Zusammen haben sie auch einen Song geschrieben, der sexuelle Belästigung thematisiert. Ich hab ein Feeling, du fühlst dich wie auf der Jagd. Schaust mich an, interessiert doch nicht an dem, was ich sag. Ist mir zu imponieren, doch kommt bei mir halt nicht an. Wenn die Sprüche so leid, aber Drinks nehm ich an. Mit dem Song kann Lilly zwar nicht das Verhalten der Männer verändern, aber zumindest unterschwellig auf das Thema aufmerksam machen.